Guten Abend, вы на связи. Да, guten Abend. Приветствую вас. Мы продолжаем наше общение по поводу живы. Wir machen weiter mit unserer Unterhaltung, sagte Wladimir so, bezüglich der Живоheilkunst. Мы с Евгением проведем на протяжении месяца разного рода открытые занятия. Wir werden jetzt dieses Monat offene Stunden durchführen, offene Lehreinheiten. Сегодня мы будем говорить о главных принципах работы с энергией. Heute sprechen wir über die wichtigsten Prinzipien der Arbeit mit Energie. О некоторых основополагающих вещах, которые люди знают, но не осознают. Über grundlegende Dinge, über die Leute zwar Bescheid wissen oder mal gehört haben, die aber denen vielleicht nicht so ganz bewusst sind. Мы с вами будем заниматься порядка полтора часа. Wir werden heute uns eineinhalb Stunden Zeit nehmen dafür. И сначала будет теория, а потом будет медитация. Wir machen zuerst ein bisschen Theorie und machen dann drauf die Meditation. Кроме того, если есть желание, вы можете, ну, как говорится, попросить какую-то медитацию направленную, которая вас интересует, и мы можем сделать что-то незапланированное. Und wenn ihr bestimmte Anfragen habt oder Wünsche habt oder um eine gewisse Meditation bittet, könnt ihr auch natürlich uns anfragen und dann machen wir auch praktisch eurem Impuls nach etwas, was vielleicht jetzt nicht so geplant ist von Wladimir heute. Хорошо. Если нету для начала никаких вопросов, может быть, на начало есть какие-то habt вопросы? Habt ihr vielleicht im Vorfeld Fragen? Weil das ist bei uns auch immer so, dass wir am Anfang die Fragen uns anschauen. Я понял, вопросов нет, да, будем общаться. Okay, dann machen wir mit der Theorie weiter. Давайте мы сейчас с вами подумаем, которые мы знаем, мы не знаем. Also, lasst uns erst die Sachen betrachten, über die wir zwar Bescheid wissen, die uns aber nicht bewusst sind, also die wir praktisch jetzt nicht immer vorhanden sind irgendwo, dass wir das berücksichtigen. Есть такой общеизвестный факт. Если взять голубя и отвести его за много тысяч километров и выпустить, и он прилетит к себе домой. Es gibt ja so einen interessanten Fakt, wenn man eine Taube 1000 Kilometer irgendwo hinbringt und die dort befreit, wird sie diese 1000 Kilometer nach Hause fliegen können. Это могут быть даже десятки тысяч километров, но тем не менее голубь прилетит домой. Das sind wahrscheinlich auch zig Kilometer, wo die Taube noch niemals gewesen ist. Nichtsdestotrotz wird sie den Weg nach Hause finden. Давайте мы осознаем, что у него нету GPS, его он никогда не летал туда, чтобы знать эту дорогу, но тем не менее он добирается к себе домой. Und die Taube verfügt über kein GPS und die hat auch keine Karte oder weiß den Weg, nicht jetzt praktisch aus dem logischen Verständnis heraus, aber nichtsdestotrotz findet sie immer den Weg nach Hause. Есть такой другой интересный случай, другой общеизвестный факт. Und es gibt einen anderen interessanten Fall, so einen anderen weit verbreiteten Fakt, den viele schon mal gehört haben. Бывает, люди любят кошек. И вот кошка заболела. Кошка живет где-то в городе, в мегаполисе, на каком-то там сотом этаже и никогда не видела травы. Zum Beispiel eine Hauskatze irgendwo in der Großstadt, die nur eine Wohnungskatze ist, irgendwo im 10. Stockwerk und so weiter, die ihr ganzes Leben dort verbracht hat, die wird auf einmal krank. И вот когда такая кошка заболела, бывает, что хозяйка берет свою кошечку и выносит ее на траву для того, чтобы она побегала по траве. Und wenn dann so eine Katze erkrankt, gibt's ab und zu so Fälle, wo die, wo das Frauchen oder Herrchen die Katze dann rausbringt, damit die Katze ein bisschen im Gras laufen kann. И кошка обязательно находит траву, которую она скушает, и эта трава позволяет ей исцелиться. Und die Katze findet das richtige Gras für ihre Krankheit, um praktisch das als Medizin zu essen. Давайте мы поймем, что кошка, у нее нету высшего медицинского образования. Ей никто не обучал травам, какие травы надо кушать, но она знает,
каким-то образом, какую траву нужно скушать для того, чтобы исцелиться. Die Katze hatte wiederum keine medizinische Ausbildung oder Studium abgeschlossen, weiß nichts über Anatomie. Nichtsdestotrotz versteht die Katze aus einem gewissen Hintergrund heraus, welches Gras oder welches Kraut sie gerade essen muss, um sich von der Krankheit zu befreien. Ну, мы сейчас говорили про животных. Давайте еще поговорим про растения. Also, wir haben jetzt über Tiere zwei Beispiele gehabt. Lass uns jetzt auch ein bisschen die Pflanzenwelt betrachten. Сегодня мы обычно покупаем лук, который привозят, может быть, с другой страны или еще откуда-то. Но было время, когда лук выращивали фермеры, и этот лук, ну, хранился у них. Also wenn wir die Zwiebel betrachten, heute bekommen wir die Zwiebeln vielleicht aus anderen Ländern angeliefert, aber zu früheren Zeiten, wo man die Zwiebel selber angebaut hat und der Bauer quasi die Zwiebeln auch bei sich eingelagert hat. И с древних времен фермеры заметили, что если погода будет холодная, если зима будет холодная, то на луке будет много сухих чешуек. Und если же погода будет зимой теплая, то чешуек будет мало. Und die Bauern haben dann zu den frühen Zeiten bereits gemerkt, wenn es ein kalter Winter bevorsteht, bildet die Zwiebel mehr trockene Schalen aus, quasi umhüllt sich mehr im Vorfeld schon. Und wenn es zu einem warmen Winter, also die Tendenz geht, wenn ein warmer Winter bevorsteht, hat die Zwiebel weniger diese trockenen Schalen. Давайте сейчас мы поразмышляем над этими тремя фактами. Also wir betrachten oder analysieren jetzt diese drei Beispiele. И позволим себе осознать, что существует единый Божественный Дух. Und erkennen oder betrachten das so, dass es einen alldurchdringlichen göttlichen Geist gibt, который объединяет камни, растения, животные и человека. Der die Steine, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen vereint oder durchdringt. Благодаря единству с этим Божественным Духом, Духом жизни, кошка знает, то есть считывает с поля, какую траву нужно скушать. Und dank diesem alldurchdringlichen Geist und dank diesem Informationsfeld auch, weiß die Katze intuitiv, welches Gras sie fressen muss, also sie liest diese Information aus diesem energetischen Feld heraus. Голубь из поля жизни считывает информацию, куда нужно лететь, для того, чтобы прилететь домой. Die Taube kann auch diese Informationen ablesen praktisch aus dem Energiefeld und weiß, wohin sie fliegen muss, um nach Hause zu kommen. И даже обычный лук знает, какая будет зимой погода. Und auch so eine normale Zwiebel weiß, welcher Winter bevorsteht. Когда мы говорим о человеке, то человек, ему тяжело предсказать погоду, какая будет зимой. Wenn wir über den Menschen sprechen, wird sich der Mensch es schwer tun, vorherzusagen, welcher Winter oder welches Wetter dann herrschen wird. Если бы не было никаких указателей, никаких карт, то человек бы за 10 тысяч километров не нашел бы дорогу к себе домой. Wenn es keine Karten gäbe oder keine Wegweiser, würde ein normaler Mensch kaum den Weg nach Hause finden über 10.000 Kilometer. Если человек никогда не сталкивался с живой природой, с травами, если бы его выпустили в лес или на лужайку, он никогда бы не знал, какую траву нужно скушать для того, чтобы исцелиться. Und wenn man einem kranken Menschen irgendwie die Möglichkeit geben würde, irgendwie sich ein Kraut zu suchen, welches gerade für seine individuelle Krankheit helfen würde, würde er auch kaum in der Lage sein, praktisch für sich aus dem Pflanzenreich das richtige Kraut rauszusuchen, wie es die Katzen können. И таких разного рода фактов относительно живой природы, их очень много. Und solche Fakten bezüglich der lebendigen Welt gibt es sehr, sehr viele. В то же время мы тоже понимаем, что у каждого человека внутри нас есть некий Божий Дух. Und wir verstehen, dass Atma, божественная искра, in jedem von uns ein göttlicher Geist wohnt, den man auch als das Atma oder als der göttliche Funke bezeichnet. Кроме этого, у нас есть наша душа.
Und dazu haben wir unsere Seele и наше тело. Und unseren Körper. Хотя давайте мы еще тоже вспомним, опять же, о самом человеке. Kommen aber jetzt zum Menschen auch wieder zurück, über die menschlichen Fakten. Когда человек находится в стрессе, wenn der Mensch sich unter Stress befindet, ну, может быть, например, он убегает от бешеной собаки и видит, что пена у рта у какого-то большого добермана, который бежит за человеком. Der läuft vielleicht von einem wilden, aggressiven Hund weg, von einem Dobermann irgendwie, dem schon Schaum vor dem Maul rauskommt. Даже старая женщина бывает, что она может перепрыгнуть через 4-метровый забор, который она даже в здоровом состоянии, молодая, бы никогда не перепрыгнула. Also, das lässt sogar eine Frau irgendwie über einen 4 Meter hohen Zaun drüber steigen oder klettern vor diesem Hund, wo sie praktisch auch in einem gesunden, fitten Zustand niemals drüber könnte. Многократно бывали такие ситуации, бывало так, что вот женщина идет с коляской, ее сбивает машина, ребенок, младенец, оказывается под машиной, женщина подходит и переворачивает машину и достает оттуда ребенка. Таких фактов было более 10. Es gab auch mehr als 10 Beispiele, die man aufgenommen hat, wo praktisch eine Frau über die Straße läuft mit ihrem Kinderwagen. Und ein Auto kommt heran und das Kind kommt praktisch unter das Auto und die Frau in diesem praktisch Stresszustand hat übersinnliche Fähigkeiten und kann mit ihren bloßen Händen das Auto umdrehen und das Kind herausholen. Опять же, в здоровом, обычном, таком привычном состоянии никто из нас не может перевернуть машину. Даже очень накачанный бодибилдер, он и сам машину не поднимет и не перевернет. А маленькая хрупкая женщина 50 килограмм может это сделать. Andersrum ist es so, wenn ein Bodybuilder praktisch in seinem normalen Zustand, im gesunden Zustand auch kaum also ein Auto umdrehen könnte und praktisch ein normaler Mensch, aber unter diesem Schreckens- oder Angstzustand oder Stress kann eine kleine zierliche Frau sogar das Auto anheben, um ihr Kind daraus zu holen. Давайте осознаем, что внутри каждого из нас есть божественный источник, который дает нам силу это делать и возможности достигать сверхчеловеческих каких-то достижений по отношению к тому, что нам нужно. Und lasst uns dann erkennen, dass jeder in uns diesen göttlichen Geist, diese göttliche Quelle hat, aus der heraus man zu übermenschlichen Fähigkeiten praktisch bereit ist. И суть этого заключается в том, что человек должен научиться соединяться с Божественным Духом, который есть у него в духовном сердце, с Божественной Историей, которая есть в каждом живом существе. Der Sinn des Ganzen ist, dass der Mensch sich mit seinem göttlichen Funken verbinden können muss, beziehungsweise mit dem inneren Heiligen Geist, mit dem Göttlichen in sich verbinden muss, um praktisch mehr Möglichkeit, mehr Fähigkeit zu entwickeln. Именно соединение с Божественным Духом, с Божественной Искрой, она открывает возможности кошке найти нужную траву, голубю найти дорогу домой и, соответственно, луковица, пребывая в потоке Духа Жизни, знает, какая будет погода. Und wenn praktisch ein Tier sich mit diesem Energiefeld, dieses göttlichen Geistes verbindet, mit diesem Überbewusstsein verbindet, kann dann so eine Taube den Weg nach Hause ablesen und die Zwiebel kann dann praktisch wissen, welcher Winter bevorsteht und genug Schalen ausbilden und die Katze spürt, weil sie ja auch mit diesem göttlichen Geist verbunden ist, welches Kraut sie braucht, um gesund zu werden. Соответственно, почему в обычном состоянии человек не может перевернуть машину, перепрыгнуть через забор, творить чудеса? Почему он не может? Warum kann der Mensch in seinem Normalzustand kein Auto umdrehen, über so einen 4 Meter hohen Zaun springen oder andere Wunder schaffen? Потому что у нас есть наша личность, наше эго, которое состоит из разного рода образов,
которые отделяют нас от окружающей реальности. Weil wir unsere Persönlichkeit haben, sprich auch unser Ego, welches durch gewisse Vorstellungen uns selbst uns von der Außenwelt abtrennt. То есть обычный человек находится в такой модели восприятия. Я отдельно, а мир отдельно. So ein normaler Mensch befindet sich im folgenden Weltanschauungsprinzip. Ich bin hier und hier ist die Welt. Also ich und die Welt sind getrennt. В прямом понимании можно сказать о том, что человек находится в неком коконе своих мыслей, в коконе своих ограничений, своих убеждений по поводу себя и по поводу окружающего мира. Und wenn man es genau nimmt, befindet sich der Mensch praktisch in seinem eigenen Käfig, in seinem eigenen Kokon, aus seinen Überzeugungen, Gedanken und Weltanschauung, in der er sich befindet. Но дело в том, что в постоянном режиме из нашего духовного сердца мы излучаем энергию. Es ist aber auch noch so, dass wir in einem Normalzustand, aber auch jeder von uns aus diesem spirituellen Herzen heraus, aus unserer inneren göttlichen Quelle Energie aussenden. Для того, чтобы это понять, давайте представим себе такой образ. Вы едете на машине ночью, и абсолютно нету никакого света, и только свет ваших фар. Wir können es so ein bisschen verdeutlichen für das Verständnis. Wir fahren nachts mit einem Auto, es ist absolut keine andere Lichtquelle da, nur die Scheinwerfer unseres Autos. Если вам на фару прилипла какая-то грязь, вам будет казаться, что впереди вас есть постоянно какое-то черное пятно. Wenn praktisch irgendwo am Scheinwerfer vorne Dreck dran klebt, wird es für euch scheinen, dass dieser Fleck irgendwo ständig sich vor euch bewegt, zusammen mit dem Autolicht. И вам может казаться, что впереди дорога разрушена, и там какое-то черное пятно, и там дорога плохая. Und dann scheint es so, als wäre der Weg vorne kaputt, weil durch den Dreck auf dem Scheinwerfer scheint es so, als wären vorne irgendwo auch auf der Straße diese Flecken oder Beschädigungen. Куда бы вы ни поворачивали своей машиной, везде перед вами будет это темное пятно. Und egal, wohin Sie dann lenken oder das Auto hinsteuern, habt ihr ständig vor euch diesen Fleck oder diese Flecken. Именно таким образом человек, излучая из себя энергию через свои мысли и образы, он формирует вокруг себя свой индивидуальный мир, который состоит из его ограничений, из его пятен. Und so ähnlich formt jeder von uns seine eigene Welt, abhängig auch davon, welche Gedanken und Überzeugungen er in sich trägt. So formt man praktisch, wie durch diese Scheinwerfer, die eigene Realität. Соответственно, человек, находясь в этом ограниченном коконе своих мыслей, он перестает осознавать, что именно он выступает творцом окружающей реальности. Und indem der Mensch sich in diesem Kokon befindet, in seinen Grenzen befindet, hört er auf, wahrzunehmen und zu verstehen, dass er eigentlich der Schöpfer seiner eigenen Realität ist. Именно благодаря этому механизму мы притягиваем к себе тех или иных людей, те или иные ситуации, мы их тянем к себе как магнитом. Und dank diesem Mechanismus ziehen wir gewisse Leute in unser Leben, gewisse Situationen in unser Leben, wie sprichwörtlich ein Magnet. Именно поэтому у нас возникают проблемы во взаимоотношениях, проблемы на работе, проблемы со здоровьем. Deshalb haben wir Probleme in unseren Beziehungen, Probleme mit der Gesundheit, Probleme in der Arbeit. И мы пытаемся переложить ответственность на экологию, на других людей, на государство, не понимая, что мы сами творим свой мир. Und dann versuchen wir die Verantwortung auf jemand anders umzulegen, vielleicht auf die schlechte Umwelt, auf die Regierung, auf andere Menschen, die uns Probleme bereiten, ohne zu erkennen, dass wir praktisch die Quelle dieser Probleme sind. И только когда человек находится в состоянии медитации или в состоянии молитвы, у него возникает возможность соединиться со своим божественным духом и творить чудеса. Und nur in dem Fall, wenn der Mensch sich in einer Meditation befindet oder in einer Gebetspraktik befindet, kann er sich mit seinem inneren Geist verbinden und praktisch auf die Ebene herauskommen, wo er fähig ist, Wunder zu schaffen. Практикуя практику живы, wenn мы wir, делаем посвящение, мы усиливаем поток божественной энергии жизни, которая наполняет человека. Wenn wir das Jiva praktizieren, die Jiva-Heilkunst,
bekommen wir am Anfang eine Initiation vom Meister und das verstärkt unsere Energiekanäle und wir bekommen mehr Energie und können somit auch anders oder effektiver unsere Realität schaffen. То есть каждый человек уже и так работает с энергией жизни, уже и так материализует события. Also es ist sowieso, dass jeder von uns ständig seit seiner Geburt an seine Realität also realisiert, manifestiert. Но делать это не всегда успешно, не всегда гармонично для самого себя. Es aber nicht immer erfolgreich und nicht immer harmonisch für sich selbst. Поэтому, когда человек начинает практиковать живу, мы начинаем с того, что мы раскрываем поток живы, делаем инициацию, настройку, то есть происходит расширение его энергетических центров, чакр, и благодаря этому он начинает пропускать через себя больше поток энергии. Und am Anfang der Jiva-Heilkunst-Ausbildung machen wir die Initiierung, die geht jeder durch, um praktisch unsere Energiekanäle, unsere Chakren zu aktivieren und mehr Energie durch uns hindurchzuleiten, um praktisch besser dann Sachen materialisieren zu können. Имея большее количество энергии, человек меняет свои негативные мысли, образы. Indem man dann auch mehr Energie, ein größeres Energiepotenzial hat und seine Überzeugungen und Gedanken zum Besseren austauscht. Это как помыть фары машины, чтобы они не были, чтобы не было уже там грязи, да? Das ist sowas wie die Scheinwerfer vom Auto zu putzen, damit vorne kein Dreck mehr dran klebt. И делая определенные медитации живы, человек учится материализовать события уже более успешно, более гармонично. Und die живые медитационen lernt Mensch auch besser seine Realität zu formen. И таким образом человек переходит в другую, более успешную модель поведения. Und so geht der Mensch langsam über in ein erfolgreicheres Verhaltensmuster. Более успешной модели в том, что мир является вашим зеркалом, и поэтому, если мы что-то хотим изменить в мире, мы сначала должны изменить внутри себя. И тогда изменится это в мире. Indem man die Welt so versteht, dass die Welt eigentlich das Spiegelbild des Inneren ist und indem man seine Außenwelt verändern möchte, arbeitet derjenige dann mit seinem Inneren, um praktisch auch im Äußeren eine Veränderung zu erreichen. Мы меняем свои мысли, образы, мы направляем энергию и благодаря этому начинаем материализовать то, что нам нужно, вместо того, чтобы создавать сами себе трудности. Wir lernen unsere Gedanken und Überzeugungen zu kontrollieren. Wir schaffen in unserem Inneren auch die nötigen Sinnbilder, Denkbilder, um praktisch für uns eine bessere Realität zu formen. Подобно тому, как мы смотрим в зеркало, если нам что-то не нравится, мы переодеваем другую одежду, мы делаем другую прическу, и вот мы начинаем себе нравиться. So ähnlich, wenn wir uns in einem Spiegel sehen und uns das Spiegelbild nicht gefällt, ziehen wir uns vielleicht um, machen eine andere Frisur, bis uns unser eigenes Spiegelbild zu gefallen beginnt. Но когда мы работаем с миром, там все это происходит в увеличенном масштабе. И поэтому, если мы поступаем негармонично и внутри нас есть какой-то страх, то маленький страх внутри нас притягивает большую проблему во внешнем мире. In der Welt ist es dann aber so, wenn wir beginnen, so damit zu arbeiten, müssen wir auch verstehen, dass die Welt es auch in einem anderen Format widerspiegelt. Also so eine ganz kleine Angst in unserem Inneren, irgendwo eine tiefe Überzeugung, kann auch eine sehr große Angst anziehen, die praktisch dann in der Außenwelt erscheint. Так, сейчас ждем у меня. Вроде все есть нормально. So. Все нормально. Ich habe guten Empfang. Wie ist bei euch? Ja, kurz bist du. Du hast gehallert. Ich? Es klang ja nicht. Aber es geht. Все хорошо, у меня вроде связь нормальная. Ну хорошо. Продолжаем. Окей, wir machen weiter. Таким образом,
меняя свои мысли, образы, увеличивая поток энергии, мы меняем окружающую реальность. Indem wir unsere Energie zum einen verstärken, zum anderen die Überzeugungen und Gedankenbilder zum Besseren verändern, schaffen wir eine bessere Realität für uns. Соответственно, получается, что мы становимся творцами своей жизни, мы меняем свою карму, мы меняем свою судьбу, потому что начинаем понимать, как это работает. So werden wir nach und nach der Schöpfer, der Herr unseres Lebens. Wir schaffen uns unser eigenes Schicksal, indem wir verstehen, wie die Gesetzmäßigkeiten funktionieren und indem wir diese Gesetzmäßigkeiten zum Positiven für uns umsetzen. Теперь еще один, третий способ восприятия реальности, который является, ну, максимально гармоничным. Und jetzt noch die dritte Variante der Wahrnehmung. Wir hatten ja am Anfang gehabt, ich und die Welt mit der Trennung. Das zweite war, die Welt ist ein Spiegelbild von mir. Und jetzt kommen wir zum dritten. Суть его заключается в том, что мы расширяем свои энергетические оболочки таким образом, чтобы окружающую реальность чувствовать через свои энергополя. Auf der dritten Ebene öffnen wir unsere energetischen Körper und fühlen so weit und unsere Chakren, dass wir praktisch die Welt, die uns umgibt, in unserem Inneren fühlen. Also, dass wir praktisch so in Resonanz sind. В результате практики человек развивает в себе возможность чувствовать окружающий мир как свое тело. А если мы чувствуем окружающий мир как свое тело, соответственно, уровень управления окружающей реальностью и восприятие будущего у нас улучшается. И таким образом мы можем, ну, как бы более гармонично, более целостно творить свою жизнь. Und indem wir energetisch viel, viel größer werden und praktisch mit der Außenwelt verschmelzen, spüren wir die Außenwelt und können so drauf Einfluss nehmen und die so verändern, wie es für uns günstiger ist, praktisch. Давайте мы проделаем практику, а потом продолжим наше теоретическое. Wir machen jetzt eine Praktik und machen dann mit dem theoretischen Teil weiter. Позвольте себе закрыть глаза. Schließ die Augen. И расфокусировать внимание на своей коже. Und verteilt die Aufmerksamkeit auf eure Haut. То есть из точки между лопатками. Где-то 10-15 сантиметров как бы между лопатками сзади. Aus dem Punkt zwischen euren Schulterblättern, das ist praktisch genau der Punkt zwischen den, also im Schulterblattbereich. Из этого места стараемся охватить своим вниманием всю свою кожу в целом, каждую выемку, каждую впадинку. Und versucht jetzt aus diesem Punkt heraus, aus dem Rücken, die ganze Haut wahrzunehmen, also jeden Hügel, jede Mulde, jede Falte der Haut, komplett die ganze Hautoberfläche. Это очень плотный уровень энергии, поэтому у вас может возникать такое ощущение, как сканер, то вверх, то вниз, но мы все равно стараемся охватить всю кожу целом, и спереди, и сзади, каждую выемку, каждую впадинку. Das ist noch ein ziemlich dichter Energiebereich und man tendiert, wie ein Scanner hin und her zu gehen oder rauf und runter zu gehen. Versucht aber trotzdem möglichst auf einmal die ganze Hautoberfläche zu spüren. Вот сейчас мы стараемся удерживать общую расфокусировку на коже. Wir halten jetzt praktisch diese Streuung der Aufmerksamkeit auf unserer ganzen Hautoberfläche. И одновременно внутри формируем луч концентрации. Und formen gleichzeitig in unserem Inneren einen Strahl der Konzentration unserer Aufmerksamkeit. Внутренним усилием прикоснитесь как бы к своему лицу, к костям своего лица изнутри тела. Und aus dem Inneren des Körpers berührt jetzt eure Gesichtsknochen, also vorne, als würdet ihr die antasten oder berühren mit der Hand aus dem Inneren, so mit einer energetischen Hand. Удерживая расфокусировку, объем своего тела, как бы мы изнутри прикасаемся к своему лицу. Indem wir gleichzeitig die Streuung haben und die ganze Haut wahrnehmen, haben wir gleichzeitig so einen konzentrierten Strahl von Aufmerksamkeit, der von innen das Gesicht berührt. И, например, сейчас там грудной клетке изнутри прикоснитесь. Und jetzt zum Beispiel an den Brustkorb von innen.
Почувствуйте, что у вас как бы есть и расфокусировка, и концентрация. Spürt, dass ihr gleichzeitig diese Strömung der Aufmerksamkeit habt und auch als zweiter Punkt die Konzentration. И вот мы сейчас расширяем как бы вот свою оболочку, не представляем, это должно быть именно ощущение, такое ощущение, как мы вроде руки разводим, и мы вот расширяемся на 50 сантиметров. Und jetzt stellt euch vor, ihr werdet größer, als ob der Körper größer wird, und wir gehen durch die Grenzen der Haut hinaus, so 50 cm ungefähr, als wären wir so ein Ei, 50 cm links, rechts größer, nach oben, nach unten als der Körper. То есть мы переносим свое внимание в свою эфирную оболочку, максимальное расширение которой может быть до 50 сантиметров вокруг нашего тела. Die Aufmerksamkeit übertragen wir jetzt auf unseren ätherischen Körper, der bis zu 50 cm Radius um die Haut herum haben kann. И вот сейчас мы начинаем расширяться 10-15 метров, так чтобы вот до границ своей комнаты. Вот так ощущение, что мы плечами упираемся в комнату, в стены своей комнаты. И вся комната становится внутри нас. Und wir gehen jetzt weiter nach allen Seiten, nach links, rechts, vor, zurück. Und stellen uns vor, wir füllen das ganze Zimmer aus, als würden wir mit den Schultern, mit dem Kopf an die Wände, an die Decke stoßen und diese berühren. Удерживая такую общую расфокусировку, как бы общий объем, как комната, почувствуйте своим лучом концентрации внутри себя предметы. Und indem ihr jetzt so groß seid wie das Zimmer, habt ihr noch diesen Konzentrationsstrahl, versucht irgendeinen Gegenstand zu ertasten, energetisch, in eurem Zimmer. Подумайте, например, о телефоне или о компьютере, через который вы сейчас нас смотрите. Denkt vielleicht so an das Smartphone oder an den Computer, den ihr jetzt gerade benutzt. Удерживая расфокусировку, у вас в теле появляется какое-то ощущение от этого компьютера или этого смартфона. Indem ihr praktisch das ganze Zimmer einnimmt, energetisch, spürt ihr diesen Gegenstand auch mit dem Energiestrahl. Подумайте еще о каком-то предмете, который находится в вашей комнате. Als ein kleiner Widerstand. Oder vielleicht jetzt noch einen anderen Gegenstand, der sich auch im Zimmer befindet. Может быть шкаф, может быть диван. Schrank oder Sofa. Почувствуйте, что у вас возникает какое-то другое ощущение в другом месте в теле. Spürt, dass ihr ein anderes Gefühl habt von diesem anderen Gegenstand oder Objekt im Körper. Давайте осознаем, что ваше тело связано с теми предметами, которые есть в окружающем мире. Und lasst uns erkennen, dass euer Körper jetzt unmittelbar mit den Objekten und Gegenständen verbunden ist, die in der Außenwelt sind. Расширяем поле своего внимания, переходим, как бы расширение 1-2 километра, как квартал. Und wir gehen jetzt noch weiter auseinander in der Vorstellung und im Gefühl. 1-2 Kilometer im Radius, so wie das ganze Viertel, so groß. Не представляем, а именно внутреннее расширение телесное, как ощущение. Also nicht nur die Vorstellung logisch, sondern wirklich das Gefühl, als würdet ihr nach links, rechts mit euren Gefühlen zerfließen und das ganze Viertel wahrnehmen. Ощутите свое единство с вот этим кварталом, в котором вы находитесь, расширились на весь квартал. Spürt jetzt eure Einheit mit dem ganzen Viertel, die Verbundenheit mit dem ganzen Viertel. И теперь внутренним ощущением почувствуйте, не вспомните, а почувствуйте, где стоят машины на парковке. Versucht jetzt zu spüren, wo Autos stehen, praktisch in dem Viertel, geparkte. Где находятся сейчас люди, которые ходят по улице? Wo sich Menschen befinden, die sich vielleicht jetzt an den Straßen bewegen. Удерживая расфокусировку, как квартал, почувствуйте, где находятся люди в домах, где живут. Und wenn ihr diese defokussierte Aufmerksamkeit habt, spürt auch, wo sich Menschen befinden, praktisch in den Häusern, in den Wohnungen, in der Umgebung. Не задумывайтесь и не размышляйте, просто чувствуйте. Ohne fühlen, ohne
anders, ohne nachzudenken, ohne vorstellen, einfach vom Gefühl her, wo spürt ihr Menschen? Ваше энергетическое тело 1-2 километра, это означает, что вы можете чувствовать тех людей, предметы, все то, что находится внутри него. Euer energetischer Körper ist 1-2 Kilometer groß und ihr stellt euch vor, dass ihr die Menschen fühlen könnt, wo die sich jetzt gerade befinden. А теперь начинаем расширяться еще шире. Wir gehen jetzt noch weiter auseinander. Мы видели глобус, мы видели карту Земли и расширяемся до уровня планеты Земля. Jeder von euch hat einen Globus schon mal gesehen, die Weltkarte gesehen. Wir werden jetzt so groß wie der ganze Planet Erde. Не представляя, а именно ощутите себя такими огромными, как планета Земля. Und wichtig, keine Vorstellung, sondern das Gefühl, dass ihr so groß seid, so riesig wie der Planet Erde. Здесь уже очень много предметов, просто миллиарды, поэтому мы ни на чем не концентрируемся, просто расширьтесь до уровня планеты Земля. Hier gibt es bereits Milliarden von verschiedenen Objekten und Gegenständen, die versuchen wir jetzt nicht einzeln zu spüren, sondern einfach die Größe, die unendliche Größe des Planeten spüren und wahrnehmen. И вот мы позволяем себе расшириться еще шире, как газ, который из планеты испаряется вверх, вниз, влево, вправо, во все стороны расширяемся. Еще шире, еще шире. Еще шире, еще шире. Бесконечно. Вверх, вниз, влево, вправо, внутрь. Nach allen Seiten größer als der Planet, als würde ein Gasball praktisch sich um die Erde befinden und immer größer und größer werden, noch wachsen, geht so weit auseinander, wie eure Vorstellung reicht. И теперь уже планета Земля как маленькая точка где-то там внутри вашего солнечного сплетения. Und der Planet Erde ist mittlerweile wie so ein kleiner Punkt irgendwo tief an der Stelle eures Solarplexus. И прямо сейчас позвольте себе осознать, что все, о чем вы мечтаете, находится внутри вас. Und erkennt jetzt bitte alle alles, was ihr euch schon mal gewünscht habt oder alles, was ihr euch wünscht, sich in eurem Inneren befindet. Если вам нужно исцеление, вы соединены с любой травой, с любым деревом, которое может вас исцелить. Wenn ihr Heilung benötigt, seid ihr aus diesem Zustand heraus mit jedem Kraut, mit jeder Pflanze verbunden und wisst, was zu euren Heilzwecken nützlich wäre. Если потренироваться, то вы можете найти такую траву или такое дерево. Und wenn ihr ein bisschen trainiert, könnt ihr diesen bestimmten Baum oder diese bestimmte Pflanze für euch finden. Если вы хотите наладить свои взаимоотношения, почувствуйте, что планета Земля внутри вас. Это означает, что ваш любимый человек, тот человек, который может быть вашей парой, вы уже соединены с ним. Wenn ihr eine neue Beziehung sucht, wenn das für euch aktuell ist, stellt euch vor, dass oder spürt, dass euer zukünftiger Partner, der sich ja auf der Erde befinden muss, auch tief in eurem Inneren sich bereits irgendwo befindet. Ihr seid bereits mit ihm verbunden, mit dem potenziellen, mit dem neuen Partner. То есть, если нужно, то можно его почувствовать и усилить эту связь между вами. Wenn es für euch aktuell ist gerade, könnt ihr ihn fühlen, spüren, die Verbindung mit ihm wahrnehmen. В таком расширенном состоянии осознайте, что вы соединены со всеми вариантами своей судьбы. И если потренироваться, можно найти, выбрать тот самый лучший, который будет оптимальным. Und wenn ihr es auch so wahrnimmt, seid ihr mit einer jeden Variante eures Schicksals verbunden gerade und ihr könnt euch immer eine bessere Variante aussuchen. Все материальное, о чем бы вы могли подумать или о чем мечтать, оно находится внутри вас и вы с ним соединены. Alles Materielle, was ihr euch auch wünschen könntet oder wünschen würdet, befindet sich auch gerade in eurem Inneren, aus dieser Höhe heraus. Хорошо, делаем глубокий вдох-выдох. Wir atmen ein und aus. И открываем глазки. Und öffnen die Augen. И приходим в обычное состояние. Und sind wieder im gewohnten Zustand zurück. Мы с вами говорили о том, что человек создает клетку из своих мыслей, образов вокруг самого себя. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Mensch sich einen Käfig aus den eigenen Gedanken schafft.
Давайте рассмотрим это с точки зрения энергооболочек. Wir betrachten das aus der Blick, aus dem Blickwinkel unserer feinstofflichen Körper und Hülle. У нас есть физическое наше тело. Wir haben unseren physischen Körper. Но дело в том, что человек, если он не медитирует, то он не соединен со своим телом. Es ist aber auch Fakt, wenn der Mensch nicht meditiert, ist er mit seinem Körper nicht verbunden. И поэтому обычный человек, он даже не до конца чувствует или понимает, что происходит в его теле. Und ein normaler Mensch, der versteht nicht ganz und fühlt auch nicht ganz, was in seinem Körper vorgeht. И поэтому, когда у него возникает болезнь, то оказывается, что она уже серьезно развилась, а не то, что он ее с самого начала почувствовал. Und wenn der Mensch dann krank wird, ist es dann so, dass die Krankheit schon ziemlich fortgeschritten ist und praktisch schon vor Jahren ihre Anfänge genommen hat. Er hat es aber nicht wahrgenommen und nimmt es erst wahr, wenn sie praktisch akut ausbricht. Но медитирующий человек, он чувствует свое тело. Ein Meditierender, der fühlt seinen Körper. А раз мы его чувствуем, значит, мы можем его исцелять и на него влиять. Und weil wir unseren Körper fühlen können, können wir darauf einwirken und können wir den Körper heilen. Следующая оболочка, эфирная, или в славянской традиции называется жарье тело. Die nächste Hülle ist der Ätherkörper, auf Slawisch der жарье Körper. То есть максимум это 50 сантиметров вокруг нашего тела. Das Maximum, was man erreichen kann, sind 50 Zentimeter praktisch um den Körper herum. А обычно это несколько миллиметров, и вот если мы посмотрим на свои руки на темном фоне, мы можем увидеть блики вокруг пальцев, наше жарье тело. Und in den meisten Fällen ist es aber nur wenige Millimeter, und wenn wir auf unsere Finger auf einer schwarzen Oberfläche betrachten, können wir so Schimmer oder Flimmern sehen. Das ist quasi so ein Teil unserer Aura oder dieser ätherische Körper. Потом мы с вами расширились на условно там 10-15 метров. Dann sind wir weitergegangen, so 10-15 Meter. Уровень комнаты. So Bereich ungefähr so groß wie das Zimmer oder ein bisschen größer. Это наша эмоциональная оболочка, Navi-оболочка. Das ist unser emotionaler Körper. И вот когда мы говорим об этой оболочке, давайте вспомним. Если вам кто-то смотрит в спину, и вы можете почувствовать и обернуться, и увидеть, что вам кто-то смотрит в спину. Erinnert euch an Beispiele, wenn euch von hinten jemand anschaut, dreht ihr euch um und sieht, dass euch tatsächlich jemand anschaut. Also das machen die viele Menschen automatisch. Бывает так, что вы заходите в комнату, а люди перед этим там сильно поссорились. Oder ihr geht in ein Zimmer, wo davor sich jemand gestritten hat. Они молчат, но вы можете почувствовать поле, что здесь что-то произошло. Die sind bereits still und sprechen nichts, aber ihr könnt im energetischen Feld spüren, dass da etwas passiert ist, dass da etwas in der Luft ist, sagt man so. Auf Deutsch. Это обычно 10-15 метров, наша эмоциональная оболочка. Das ist unser emotionaler Körper, der ist ungefähr 10-15 Meter im Radius. Но если кто-то будет смотреть далеко, например, 1 километр, то вы уже не почувствуете. Wenn aber euch jemand von einem Kilometer anschaut, also von weit weg, werdet ihr das nicht spüren. Also das ist nur auf kurze Distanz, wenn euch jemand in den Rücken guckt, spürt man das. Потом мы расширились 1-2 километра до уровня квартала. Und dann sind wir weitergegangen, 1-2 Kilometer auf die Größe des Viertels irgendwo. И вот когда мы говорим о том, что мы расширились до уровня квартала, обычно человек... Он представляет, но не чувствует пространство вокруг себя. Normalerweise ist es so, dass man dann das zwar vorstellen kann, aber nicht mehr fühlen kann, diesen Raum um sich herum. Практика живы, практика живоярги, она чем-то напоминает боевые искусства. Die Jiva-Heilkunst-Praktik und die Jiva-Yarga-Praktik, die darauf aufbaut, erinnert uns in gewissen Details an Kampfkünste. И поэтому хороший мастер, он может просто почувствовать те люди, которые есть вокруг него, даже если они будут находиться на большом расстоянии. Deshalb kann ein guter Meister die Leute wahrnehmen, die sich um ihn herum befinden, auch wenn die praktisch eine gewisse Distanz oder Abstand zu ihm haben. Но практикуя живую живоярку, мы думаем и чувствуем именно то, что нам надо. Там, где нас ждет успех, подходит нам ли этот человек, правильно ли выбрали мы путь.
wenn wir das Shiva praktizieren, spüren wir praktisch in den Raum hinein, wir können die Menschen besser wahrnehmen und spüren, ob uns dieser Mensch passt oder ein potenzieller Arbeitgeber oder potenzieller Partner. Wir spüren, wo wir nach links oder nach rechts gehen müssen, was besser für uns ist, was uns mehr Erfolg dann bringt. И в конечном итоге расширение до уровня планеты. Zum Schluss auch das Ausbreiten auf die Ebene des Planeten. И шире. Und dann noch weiter. Приводит к нас к такому пониманию, который и есть первый принцип Живы. Он говорит так: ты часть Бога, все окружающие часть тебя. Und wenn wir auf diese Ebenen gehen, kommen wir zum Verständnis, welches auch das erste Shiva-Prinzip ist. Das lautet, du bist ein Teil Gottes und alles andere ist ein Teil von dir. То есть, что означает все окружающие часть вас? Was heißt denn, dass alle, die euch umgeben, ein Teil von euch sind? В прямом понимании вы связаны с людьми, с предметами. Через ощущение в теле вы можете почувствовать эту связь. In direkter Verständnis seid ihr mit allen Gegenständen, mit allen Menschen verbunden und man kann das sich antrainieren, die Gegenstände, die mit einem verbunden sind, auch so wahrzunehmen. Давайте вы сейчас вспомните свою первую любовь, там парня или девушку, с которой у вас были прекрасные отношения. Erinnert euch vielleicht so an die erste Liebe, an die junge Frau oder jungen Mann, mit dem oder mit der ihr eine gute Beziehung damals hattet. Вот прямо сейчас подумайте об этом человеке. Denkt jetzt bitte an diesen Menschen. И где-то в теле у вас возникнет приятное ощущение. Und irgendwo im Körper spürt ihr dann ein angenehmes Gefühl. Очень хорошо. Sehr gut. А теперь подумайте о том человеке, с которым у вас были самые тяжелые отношения. Может быть, агрессии, ненависти, непринятия. Denkt jetzt bitte an den Menschen, mit dem ihr eine sehr schwere, eine sehr harte Beziehung hattet, wo praktisch auch viel vorgefallen vielleicht ist und spürt, wie der Körper darauf reagiert. Подумайте об этом человеке. Denkt bitte an diesen Menschen. Можете даже его представить. Ihr könnt ihn sogar vorstellen. И сразу в теле вы почувствуете в другом месте какое-то ощущение, негармоничное или сжатое. Und ihr spürt im Körper an einer anderen Stelle zum größten Teil auch irgendwo Druck oder Diskomfort oder eine Verspannung oder eine andere so ähnliche negative Reaktion. Если вы проделали упражнение, то вы почувствовали, что да, действительно, эта разница есть. Wenn ihr die Übung ordentlich gemacht habt, spürt ihr tatsächlich, dass es da einen Unterschied gibt? Исходя из этого, давайте мы еще раз осознаем, ausgehend davon, lasst uns nochmal erkennen, что человек просто не пользуется своей энергией и не понимает, как ему жить в этом мире и как его творить. Dass der Mensch einfach seine Energie nicht verwendet, er versteht nicht, wie er sich in seiner Welt positionieren soll und wie er der Schöpfer seiner eigenen Welt werden soll. Человек просто не владеет теми инструментами, которые являются для него врожденными. Der Mensch benutzt einfach die Instrumente nicht, die ihm aber oder die jedem von Geburt an gegeben sind. Иными словами, представьте, что вы орлы, но вы выросли среди куриц, и поэтому вы ходите и волочите за собой крылья, и они мешают вам ходить. А вы думаете, боже мой, как я живу тяжело, что мне кто-то наступает на эти крылья, как-то неудобно. Es wäre so, dass man praktisch als Adler geboren ist, aber unter Hühnern aufgewachsen ist und nur gelernt hat, auf dem Boden zu laufen und diese schweren Flügel hinter sich herzuschleppen. Und jeder steigt auf diese Flügel und man denkt sich, oh Gott, wie schwer ist das doch mit diesen schweren komischen Flügeln, wie unbequem ist so ein Leben doch. Соответственно, овладеть практикой Живы – это раскрыть крылья и полететь, и начать творить свою жизнь. Indem man praktisch die Shiva-Praktiken für sich benutzt, lernt, ist es so, wie die Flügel zu öffnen und praktisch in den Himmel zu emporzusteigen. Стать орлом, стать творцом своей жизни, а не просто плыть по течению и так, как получилось, ну вот получилось так, вот так и живу. Praktisch der Adler zu werden, seine eigene Realität für sich zu schaffen, und nicht wie alle anderen mit dem Fluss zu schwimmen. Но для этого нам надо с вами еще раз осознать
главные принципы живы, системы живы. Und wir müssen dafür aber auch die wichtigsten Prinzipien des Jiva-Systems kennen. И первое звучит так. Я часть Бога, все окружающие часть меня. Das erste Prinzip lautet ebenso, ich bin ein Teil Gottes und alle anderen sind ein Teil von mir. И сейчас мы на практике попробовали это прочувствовать, что я часть Бога, а все окружающие, в том числе все люди и вся планета, часть меня. Und wir haben das jetzt versucht wahrzunehmen, in diesem Auseinandergehen größer werden energetisch, dass wir ein Teil Gottes sind und alle anderen oder alles andere auch ein Teil von uns ist. Давайте постараемся понять, сделать выводы из этого закона. Lasst uns bitte jetzt auch daraus schlussfolgern aus diesem Gesetz. Я часть Бога, все окружающие часть меня. Ich bin ein Teil Gottes, alle anderen sind ein Teil von mir. Это означает, что на уровне своего круга творения вы владеете всеми теми самыми божественными силами, которые владеет Всевышний, когда он творит мир. Das heißt, dass jeder von euch in dem kleinen individuellen schöpferischen Kreis über die gleichen Möglichkeiten verfügt, über die auch der Schöpfer im Großen verfügt, wenn praktisch sein Universum schafft. Это означает, что если вы будете работать с энергией, более тонким ее уровнем, вы сможете соединяться с этим божественным духом и творить чудеса. И это есть природно, как для растений, как для животных, как для птиц. Мы об этом уже говорили. Das heißt, wenn ihr euch mit dem inneren göttlichen, schöpferischen Geist verbindet, könnt ihr diese schöpferischen Talente besser umsetzen, auf natürliche Weise umsetzen, wie das für Tiere und Pflanzen möglich ist. Давайте для себя еще раз осознаем, что на уровне Духа действительно существует единый Всевышний, уровень Духа. Wenn wir nochmal auf die Ebene des Geistes gehen und das kurz analysieren, es gibt die Ebene des Geistes, da sind wir alle eins. На уровне Душ мы все являемся братьями и сестрами. Auf der Ebene der Seelen sind wir alle Brüder und Schwestern. Постарайтесь это осознать, что на уровне Душ мы все капли одного моря, то есть мы все являемся частью Всевышнего, и поэтому мы одинаковы. Versucht es bitte nochmal zu erkennen, darüber nachzudenken, dass auf der Ebene der Seelen wir alle gleich sind, wir alle Brüder und Schwestern sind, wir sind alle Tropfen desselben Ozeans. Но на уровне тел мы различные живые существа. Auf der Ebene des Körpers sind wir unterschiedliche Lebewesen. Соответственно, у нас разные способности и возможности на уровне тела. Deshalb haben wir auch andere, jeder seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Fähigkeiten auf der Ebene des grobstofflichen Körpers. Если мы отождествляем себя с телом, мы становимся ограниченными, мы создаем стену между собой и миром. Wenn wir uns als unser Körper wahrnehmen, sind wir auch begrenzt. Und durch die Grenzen auch unseres eigenen Körpers und nehmen die Welt so wahr, dass ich mit der Welt getrennt bin. Das ist praktisch so ein anfängliches Stadium, die eigene Welt wahrzunehmen. Когда мы действуем на уровне души, то это второй способ. Я равно мир. Мы говорили об этом также. Wenn wir aus der Ebene der Seele handeln, heißt es, ich bin gleich die Welt oder die Welt ist ein Spiegelbild von mir. И когда мы действуем на уровне духа, то мир во мне. То есть мы расширенно воспринимаем мир как часть себя и поэтому можем ним управлять. Und wenn wir auf der ausgedrillten Ebene wirken, sind wir praktisch der göttliche Geist und wirken aus dieser Ebene und sagen alles, die ganze Schöpfung ist in mir. Исходя из этого, получается, что все те люди, которых вы притягиваете в свою жизнь, которые создают вам трудности или наоборот создают вам счастье, они являются вашим проявлением. So müsst ihr auch bitte verstehen, dass alle Menschen, die in eurem Leben sind, ihr selbst auch angezogen habt. Alle Menschen, die euch Schwierigkeiten schaffen, aber auch alle Menschen, die euch Gutes tun. Притягиваете ли вы к себе клиентов или не притягиваете, это является вашим проявлением. Zieht ihr Klienten, Kunden an, es ist auch eine Verwirklichung von eurer inneren Welt. Притягиваете ли к себе своих любимых или вы одиноки, это ваше проявление.
ob ihr eure Lieben in euer Leben anzieht und viele davon habt oder ihr einsam seid, das ist auch praktisch das Spiegelbild eurer inneren Welt. Сразу хочу сказать, ну, очень важный момент, чтобы вы для себя понимали. Ich möchte euch ein sehr wichtiges Moment auch nennen, damit ihr das auch versteht. Владея всеми этими практиками, я не использую это для бизнеса или для каких-то личных интересов. Indem ich über alle diese Praktiken verfüge, verwende ich es trotzdem nicht für mein Business oder für meine individuellen Wünsche. То есть я иду путем просветления, поэтому я заканчиваю свою карму, и я не хочу завязываться в ту или иную карму с теми или иными людьми, событиями или ситуациями. Поэтому я просто даю знания, и если кому-то оно интересно, человек приходит учиться этому. Вы же, как бы это уже от вас зависит, потому что любые действия, они все равно имеют какую-то подоплеку. Когда вы начинаете, там, например, захотите стать канцлером, да, то есть вы станете канцлером, но попутно вам надо будет еще раз рождаться и проходить те или иные какие-то события или ситуации. Владимир sagt, weil er den Weg der Erleuchtung geht, möchte für sich kein neues Karma schaffen, keine neuen Verbindungen schaffen, um sich praktisch aus dieser Welt herauszulösen, aus dem Kreislauf von Wiedergeburt. Ihr könnt diese Praktiken verwenden, so wie ihr es für angemessen hält, so wie ihr es euch wünscht, praktisch dieses Materialisation von Wünschen, von Absichten und so weiter. Ihr müsst aber bedenken, wenn ihr Kanzler zum Beispiel werden möchtet, könnt ihr auch darauf hinarbeiten. Wenn ihr dann aber Kanzler werdet, müsst ihr verstehen, dass ihr viele neue Verbindungen damit schafft und euch somit Leben für Leben auch von diesen Verbindungen befreien müsst, um praktisch zur Erleuchtung zu kommen und in höhere Daseinssphären aufzusteigen. Сейчас мы живем в то время, когда настало время открывать древние тайны, божественные тайны, для того, чтобы люди жили осознанно. И поэтому я учу практики жилы для того, чтобы люди могли стать более счастливыми, более целостными и были более соединены с Божественным Духом, и поэтому могли достигнуть счастья как на земле, так и на небесах. Und wir leben jetzt aber in der Zeit, wo man für viele Menschen dieses alte Wissen, dieses vielleicht einst verborgene Wissen offenbaren muss, damit die Menschen einfach bewusster werden, glücklicher leben, aber auch sich spirituell weiterentwickeln. Когда мы говорим «ты часть Бога, все окружающие часть тебя», это означает, что не существует каких-то событий или ситуаций, которые с вами не связаны. Wenn wir aber das so betrachten, ich bin ein Teil Gottes, alles andere ist ein Teil von mir, gibt es keine Situationen, gibt es keine Ereignisse, die mit mir irgendwie nicht verbunden wären oder die nicht von mir abhängig wären. Поэтому если вы будете увеличивать уровень своей энергии и увеличивать уровень своей осознанности, wenn ihr euren Energielevel steigert und die Ebene eures Bewusstseins steigert, если вы будете менять свои мысли, образы и модель поведения, wenn ihr eure Verhaltensweise verändert und eure Überzeugungen und Gedankenbilder verändert, вы можете изменить свою жизнь, könnt ihr euer Leben zum Besseren verändern, решить любые вопросы, которые стоят перед вами, alle Fragen lösen, die sich auf eurem Weg stellen. Конечно же, надо будет потрудиться, надо будет как бы попрактиковать. Но самое главное, что путь есть, и если овладеть техниками и практиками, то это будет для вас достижение. Man muss sich natürlich anstrengen, man muss praktizieren. Die Praktiken und Techniken sind da. Und wenn man das ordentlich und ernsthaft macht, wird es natürlich seine positiven Früchte mit sich bringen. Ну, давайте мы сейчас поотвечаем на вопросы. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, потом jetzt сделаем. Fragen? Jetzt, da kann der Wladimir jetzt kurz auf eure Fragen eingehen. Ihr könnt die Fragen im Chat schreiben oder hier einfach dann. Может быть, вас что-то хотелось бы спросить, уточнить. Oder, genau, etwas vielleicht verdeutlichen. Vielleicht ist etwas nicht verständlich. Oder spezielle individuelle Frage jeglicher Art. Na, ich möchte mich gerne bedanken. Ja. Für das Wissen und die Informationen. Es ist so schön anwendbar.
Ну, она говорит, хочет поблагодарить в первой линии за эти знания, за эту информацию, потому что практики она уже некоторые пробовала, которые еще в открытом доступе, они очень хорошо применимы. Пожалуйста. Yeah. На благо. Bitte schön. Danke. Может быть, что-то интересует по поводу того, о чем я говорил, что-то кто-то хотел бы уточнить. Vielleicht interessiert euch was, was der Vladimir auch gerade erzählt hat. Vielleicht wollt ihr etwas ein bisschen genau oder noch einmal gehört haben. Ну, раз вопросов нет, давайте будем делать какую-то медитацию. Okay, dann meditieren wir, wenn es keine Fragen an dieser Stelle gibt. Чего бы вы хотели? На какую тему? Habt ihr vielleicht so ein spezielles Thema, welches ihr durchmeditieren möchtet? Oder ein bestimmtes Thema, zu der die Meditation sein sollte? Давайте тогда сделаем общее наполнение энергии. Okay. Wir machen dann praktisch so ein allgemeines Auffüllen mit Energie. Ну и попробуем как бы так некое раскрытие, да, потока внутреннего, чтобы больше наполниться энергией, почувствовать некое состояние радости. Ну вот, пальцы вверх, они говорят, хорошая идея с такой практикой. С такой практикой, которую только что сказал? Только что ты сказал, они согласны, да, вот у них пальцы вверх, поэтому все нормально, все правильно. Прекрасно, давайте сделаем. Wir versuchen auch in uns so mehr Energie zu öffnen, mit Energiekanälen zu arbeiten. Давайте войдем потуже, да? Ой. Это уже по привычке, как со школы. Das ist so die Angewohnheit. Das machen wir dann in der Ausbildung, wenn wir die Initiation bekommen haben, gehen wir in den Jiva-Strom, um das nochmal zu verstärken. Позвольте расслабиться мышцам лица. Entspannt die Gesichtsmuskeln. Мышцам рук. Entspannt die Arme. Мышцам туловища. Entspannt den Körper. Мышцам ног. Entspannt die Beine. Дыхание спокойное и ровное. Die Atmung ist langsam und gleichmäßig. Вдох, выдох. Ein- und ausatmen. Давайте мы представим, увидим у себя в голове бело-золотой шарик. Entspannt, stellt euch bitte eine leuchtende Energiekugel im Kopf vor. И мы переносим туда свое сознание. Die ganze Aufmerksamkeit leiten wir in diese Kugel hinein. И этим шариком опускаемся себе в солнечное сплетение. Aus dem Kopf gehen wir mit dieser Kugel runter in Solarplexus. Позвольте себе соединиться, почувствовать искру своего божественного духа. Verbindet euch mit dem göttlichen Funken, versucht ihn zu finden, wahrzunehmen. И оттуда мы начинаем подниматься вверх. Und wir beginnen von dort langsam hochzusteigen. По некому каналу света, потока света, который идет вверх. Über einen gewissen Energiekanal, über einen Lichtkanal, den wir uns nach oben vorstellen. Мы начинаем подниматься выше и выше. Wir beginnen höher und höher zu steigen. Поднимаемся на уровень туч. Wir gehen auf die Ebene der Wolken. Поднимаемся еще выше. Он gehen noch höher. И еще выше. Und noch höher. И вот уже планета Земля, маленький голубой шарик где-то там внизу. Und der Planet Erde ist mittlerweile eine kleine Kugel weit, weit da unten. Но мы продолжаем подниматься выше и выше. Wir steigen aber noch höher und noch höher. И еще выше. Und gehen noch weiter nach oben. Многомерное пространство души, божественного духа. Wir gehen in den mehrdimensionalen Raum der Seele und auch des göttlichen Geistes. Выше и выше. Und noch höher auch. Выше и выше. Und noch höher. И вот мы уже можем видеть некий свет вверху, и мы идем к этому свету. Und wir sehen bereits ein Licht weiter oben und wir bewegen uns in dieses Licht. Как лучик солнца, который возвращается к солнцу. Ähnlich wie ein Licht, Sonnenstrahl, der zur Sonne zurückkehrt, so kehren wir in das Licht zurück.
как капелька, которая возвращается к океану, мы возвращаемся к этому свету. Wie ein Tropfen, das in den Ozean zurückkehrt, kehren wir. И вот мы входим в этот свет. Wir gehen in dieses Licht hinein. Свет Божественного Духа. Das Licht des göttlichen Geistes. Силы творения. Die Kraft der Schöpfung. Силы любви и гармонии. Die Kraft der Liebe und der Harmonie. Позвольте раскрыть все фибры своей души навстречу этому безбрежному океану света. Öffnet alle Aspekte eurer Seele entgegen diesem grenzenlosen Ozean des Lichts. И мы растворяемся в этом безбрежном океане света. Und wir lösen uns in diesem grenzenlosen Ozean aus Licht auf. Мы позволяем себе соединиться с уровнем духа. Und wir erlauben es uns jetzt mit der Ebene des Geistes zu verschmelzen. С уровнем Божественного Духа. Mit der Ebene des göttlichen Geistes. Почувствуйте, что вы становитесь этим океаном, вы становитесь этим светом. Spürt, dass ihr jetzt dieser Ozean werdet, dass ihr diese Lichtquelle werdet. Внутренней причиной всего сущего. Ihr werdet zu der Ursache allen Seins. И с этой вселенской высоты мы смотрим вниз. Und aus dieser kosmischen Höhe blicken wir nach unten. И мы можем увидеть мириады лучиков, которые выходят из вашего солнечного сплетения. Und wir sehen Myriaden und Myriaden von Lichtstrahlen, die aus dem Solarplexus herausstrahlen. Лучики Божественного Духа, и на конце одного солнце, земля, люди, предметы, все вокруг это проявление вас. Es sind Strahlen des göttlichen Geistes und an jedem Ende eines Strahls ist ein Stern oder ein Planet oder ein anderes Wesen. Es sind alles Manifestationen eures inneren Ursprungs. И там на земле сидит ваше земное тело. Und dort weit, weit unten auf der Erde befindet sich irgendwo euer Körper. И мы собираем весь этот поток энергии, этот безбрежный океан света. Und wir sammeln jetzt dieses ganze Lichtpotenzial, diesen grenzenlosen Ozean aus Licht. Океан любви, океан счастья. Den Ozean aus Liebe und Ozean des Glücks. И как огромным водопадом направляем к себе самому туда, на землю. Und wie ein riesiger Wasserfall fließen wir jetzt darunter Richtung unserer Körper. И вместе с этим потоком света начинаем опускаться. Und wir bewegen uns langsam mit dem Strom des Lichts nach unten Richtung Körper. Вместе с этим потоком света мы опускаемся назад, опускаемся ниже, und ниже. Zusammen mit diesem Strom fließen wir mit nach unten, gehen weiter und weiter runter, näher an unseren Körper heran. Опускаемся на уровень туч. Sind jetzt auf der Höhe der Wolken. И вот мы входим уже в самого себя. Und jetzt fließen wir praktisch in uns selber, in unseren Körper hinein. Но мы продолжаем оставаться в единстве с Божественным Духом. Wir bleiben aber in der Einheit mit dem göttlichen Geist. Почувствуйте, как из вас выходят тысячи и тысячи лучиков, на конце которых предметы, люди, которых вы притягиваете к себе. Spürt, dass ihr tausende und abertausende Lichtstrahlen aussendet. Und über diese Lichtstrahlen seid ihr mit anderen Menschen verbunden, mit den Gegenständen, die euch umgeben. Ощутите, что это вы притягиваете к себе тех или иных людей, события, ситуации. Stellt euch vor, dass ihr diese Menschen, diese Situationen, Ereignisse anzieht. И вот сейчас, вбирая весь этот поток света, мы наполняем потоком любви те линии, где у нас есть страх, напряжение, неуверенность. Вдох через макушку, как бы, и мы выдыхаем через кожу и наполняем светом
все эти линии. Stellt euch jetzt vor, dass ihr dieses Licht einatmet noch zu einer größeren Menge und gerade dort, wo Linien unter Spannung stehen, Angst oder Stress, diese Verbindungen zu diesen Menschen, diese Verbindungen füllen wir vermehrt mit der Energie der Liebe auf. Atmen durch den Kopf ein und atmen aus dem Solarplexus in diese Linien die neue Energie des Lichts und der Liebe hinein. Мы наполняем потоком энергии все те события, которые должны быть наполнены, чтобы они произошли гармонично для вас. Und wir füllen mit dieser neuen Energie auch alle Linien, die euch jetzt bevorstehen, die jetzt gerade passieren, alle Ereignisse, damit die möglichst harmonisch für euch verlaufen, möglichst positiv und mit Erfolg. Мы стоим как под водопадом бело-золотого потока света, который промывает нас, снимая все наши страхи, боли, трудности. Stehen wie unter einem Wasserfall aus Licht. Dieses Licht durchspült uns und löst im Inneren alle Blockaden, alle Verspannungen, alle Schwierigkeiten. Как в душе, который омывает нас внутри и снаружи. Ähnlich wie in einer Dusche, die uns aus dem Inneren und dem Äußeren umspült. Позвольте раствориться своим страхом, напряжением, трудностям. Lasst eure Ängste, Schwierigkeiten sich einfach auflösen durch dieses Licht, durch diese Energie. И с выдохом мы наполняем потоком света окружающую нас реальность. Und mit dem Ausatmen füllen wir die uns umgebende Realität mit diesem Licht und dieser kosmischen Energie. Позвольте увидеть, что вы становитесь каждым днем все более здоровыми, более молодыми, более гармоничными. Stellt euch vor, dass ihr von Tag zu Tag gesünder werdet, stärker werdet, harmonischer werdet. Что все ваши жизненные задачи разрешаются самым благоприятным образом. Dass alle eure Lebensaufgaben auf die beste Art und Weise gelöst werden. То, что не решалось, что оно уже решено. Просто увидьте это, позвольте себе это увидеть. Das, was sich nicht lösen wollte, stellt ihr euch vor, dass es bereits gelöst ist. Ярко, четко видим, что мы достигаем нужных нам целей, что это благоприятно как для нас, так и для окружающих людей. Eine klare, deutliche Vorstellung, dass wir unsere Ziele erreichen, und zwar maximal positiv und harmonisch für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Почувствуйте, как вы напитываетесь божественной любовью, энергией жизни и одновременно наполняете окружающее пространство. Spürt, dass ihr euch mit dieser Energie der Liebe auffüllt und zum Zweiten ihr diese Energie nach außen aussendet. Позвольте открыться внутреннему ощущению безграничного счастья. Und öffnet in eurem Inneren das Gefühl von grenzenlosem Glück. Без каких-либо причин, просто состояние счастья и единства с Божественным. Ohne irgendwelche Gründe, Voraussetzungen, einfach das göttliche Glück und die Verbindung mit der göttlichen Schöpfung. Ясно увидите то, чему вы стремитесь, что это уже исполнено самым простым, приятным и гармоничным образом. Stellt euch klar und deutlich vor, dass es bereits eingetreten ist, dass es passiert ist, dass alles sehr harmonisch verläuft.
und ihr die besten Ergebnisse erreicht habt. Переносим внимание на тело, чувствуем себя здесь и сейчас. Die Aufmerksamkeit ist wieder auf dem Körper. Wir fühlen uns im Hier und Jetzt. Делаем вдох-выдох. Atmen ein und aus. Мысленно благодарим свою душу, благодарим Всевышнего. Bedanken uns bei unserer Seele, bedanken uns beim Schöpfer. Чувствуем себя здесь и сейчас. Wir fühlen uns im Hier und Jetzt. Напрягаем мышцы. Spannen alle Muskeln an. И открываем глазки. Und öffnen die Augen. Прекрасно. Sehr schön. Хорошо. Я думаю, что у вас все получилось. Gut, ich denke, bei euch hat alles super geklappt. Если, может быть, еще какие-то вопросы, что-то, может быть, хотели уточнить. Vielleicht Fragen noch oder etwas, was man verdeutlichen sollte, genauer erklären. Если вопросов нет, то я еще раз вас приглашаю на наш курс, посвященный работе с живой. Wenn es keine Fragen gibt, möchte ich euch hier an dieser Stelle nochmal zu unserer Ausbildung einladen, zu der Shiva-Heilkunst-Ausbildung. Наши занятия проходят один раз в неделю. Unsere Lehreinheiten werden einmal wöchentlich organisiert und finden dienstags statt. Где мы получаем теоретические какие-то вещи, одновременно учимся практическим вещам. Wo wir theoretisches Wissen vermittelt bekommen, gleichzeitig aber in der Praktik alles ausprobieren. И поскольку это занятие один, мы можем на протяжении недели отработать то, что было дано. Und weil es einmal wöchentlich stattfindet, haben wir während der Woche die Zeit, es praktisch einzuüben, so als Hausaufgabe, die Meditationen. Кроме того, формируется группа практикующих, и поэтому вы можете помогать друг другу, группа может помогать одному человеку, там исцеляться или поддерживать, материализовать какие-то события. Es formt sich dann aber auch eine Gruppe, die zustande kommt und man kann sich gegenseitig helfen, zusammen praktizieren, wenn jemand ein Anliegen hat, dass man ihn als Gruppe energetisch unterstützt dabei. Поэтому, кто хочет быть творцом своей жизни, начать ее творить, как бы почувствовать единство с Божественным Духом, мы приглашаем вместе с Евгением на наши занятия. Deshalb, wer der Schöpfer des eigenen Lebens werden möchte, des eigenen Schicksals werden möchte, laden ich und der Wladimir euch gerne ein, dann bei unserer Ausbildung mitzumachen. Рад был с вами сегодня пообщаться. Ich war froh, euch heute zu sehen, euch da zu haben bei uns. Желаю вам хорошего вечера. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. До встречи. Bis zum nächsten Mal. Ну, во следующий вторник. Bis zum nächsten Dienstag. До следующего вторника. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.